Ja, ich bin wieder da mit Let's Play Hatsune Miku und Rockman Exhaust oder Mega Man Exhaust. Jetzt ist nur noch Flashman übrig und ihr wisst ja, das wird nicht schön. Denn er hat so ziemlich die beschissenste Stage von allen. Wenn wenigstens nicht ständig die Lichter hier ausgeben würden. An die schlimme Stelle komme ich ja erst noch. Das ist ja hier noch Kindergarten verglichen damit. Aber echt fies, die Laser des Todes in Flashman Stage zu machen. So kann man nämlich nicht die Fähigkeit haben, die Zeit anzuhalten. Da man diese ja selber erst von Flashman bekommt. Ach ja, hier musste der Romek mal zeigen, dass er ein richtiges Arschloch ist. Okay, merken, jetzt kommt wieder Ermans Binderter Cousin. Ich kriege ihn nicht weg. Nein! Scheiße! Kann ich euch schon wieder knicken, ey. Komm, töte mich. Töte mich. Wenn ich nicht mit vollem Leben bei den Lasern ankomme, dann kann ich da sowas von vergessen. Das ist doch scheiße. Mann. Ja, gib mal S-Wort. Continue. Okay, vielleicht mal ist diesmal ein bisschen anders. Vielleicht kann mir ja Item Nummer 1 weiterhelfen. Was geht hier nur ab? Oh Mann. Die Tool, weg mit dir. Bläh. Oh, oh, das hat weh. Hurra! Oh Mensch, wenn da unten wenigstens eine Doppelplattform wäre. Der wartet da hinten nur. Er wartet nur auf mich. Verdammt, der regeneriert sich jedes Mal, wenn ich einen Pixel zurückgehe. Das ist schlecht. Huh, wer gesagt? Was für ein Glück, ey. Hurra! Ja, von dir lasse ich mich jetzt auch nicht runterschmeißen, ist klar. Au. Na, geht doch. Und jetzt kommen sie, die Laser des Todes. Nein! Alles nur nicht die Laser des Todes. Ah. Was soll's? Auf geht's! Nein! Nein! Scheiße! Ah, könnten nicht wenigstens diese scheiß Plattform da oben nicht da sein? Ich bin ein Frosch und ich spucke mit Kacke auf dich! Okay. Okay. Romeka, du bist ein Arschloch. Du bist ein richtiges Arschloch. Hast du mit 7 Levels gute Arbeit geleistet, aber da musstest du natürlich so einen Kack hier reinmachen, ne? Du kannst mich doch mal, ey. Toll. Toll. Nochmal. Was mache ich denn? Metal Blades. Die Tool, weg mit dir, schmeiß mich nicht runter. Nein! Wieso denke ich denn nicht dran? Oh, Scheiße, ey. Komm, Miku, du musst sterben. Du musst sterben, aber du wirst wiedergeboren.
Worte können meine Begeisterung in diesem Moment nicht ausdrücken. Blades raus. Den Fackel unten wegmachen. Ach, ist mir egal, trefft mich ruhig. Hauptsache, ich fall da nicht runter. Okay, merken, jetzt kommt Airman Spinato Cousin. Genau, da ist er. Seiner fetten Schwabbelpracht. Oh, das ist so eine beschissene Stelle. Kann ich jetzt schon wieder vergessen? Töte mich, ey. Super. Ja, Asswort, der Designer des Hex ist ein Ass, würde ich mal sagen. Und ich lobe ihn in hohen Tönen und dann kommt er mit so einer Scheiße. Okay, schön vorsichtig sein, schön vorsichtig. Jetzt kommt diese blöde Stelle hier. Habe ich denn keine andere, für die den vielleicht sofort ausschaltet? Nein, habe ich nicht. Bubbles, nee, das war auch nicht. Quick, was macht Quick eigentlich? Okay. Trifft dich wirklich, aber sieht sehr interessant aus. Ach, das ist echt eine bescheuerte Methode. Wow, ich hab's geschafft. Ah, du nicht, stör mich nicht, Kleiner. Puh. Endlich mit vollem Leben hier angelangt. Ich hab sowas noch keine Lust darauf. Ah, was soll's. Runter da. Aber wenn sie nicht wenigstens ständig dunkel werden würde. Verdammte Scheiße. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wenn man sich aufregt, wird das sowieso nichts. Aber neues. Was soll ich tun? Das ist doch voll unmöglich. Wie pixelgenau soll ich denn das abtimen? Wie soll ich das machen? Wie verdammt soll ich das machen? Nochmal. Weil es so lustig war, gehen wir nochmal in die Stage rein. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich will nämlich noch darüber kommen, bevor ich keine Zeit mehr habe. Ja, ist mir egal. Triff mich ruhig. So, jetzt kommt die... Na! Tot, tot, tot. Töte mich, töte mich, töte mich. Du, du, du. Oh, wer hat's gedacht? Weiter.
Super, gestern hatte ich von der Kirby Stage noch so eine gute Laune gekriegt und jetzt kommt so ein Kack. Jetzt kommt er wieder. So, das ist ja gut so. Ich muss nämlich jetzt einen Schnitt machen. Also, bis dann.